Everybody get up. Sie ist die schönste Österreicherin. Die Tirolerin Ena Kadic wurde zur Miss Austria 2013 gewählt. Wow, Filimi, wow. Hab nicht damit gerechnet. Alle haben gesagt, du warst ihre Favorit. Echt? Nein, ich habe mir schon unter die ersten fünf gesehen, aber weiterhin gar nicht. Die Vorbereitung als Reality-Show und das Finale live im TV. In diesem Jahr war bei der Wahl alles neu. Ob die Promis beim Missen Camp eingeschaltet haben? Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich Pflichttermin und ich habe es mir gern angeschaut. Und ich fand es toll, weil einfach die Mädchen, jetzt egal wie weit sie kommen, aber man hat doch gesehen, dass sie für ihr Leben lernen. Es hat mir wesentlich besser gefallen als ein ähnliches Format mit Heidi Klum im deutschen Fernsehen. Wesentlich besser, weil es wesentlich authentischer war. Haben Sie das Missen Camp geschaut? Was haben wir? Das Missen Camp? Nein, haben wir nicht geschaut. Nein, habe ich auch nicht geschaut. Nein, weil ich hier auch irgendwo die Mädchen so quasi von Null auf sehen wollte, weil sie müssen bei der Miss World Wahl dann im Prinzip auch sehr spontan punkten. Ja? Und wenn du länger Zeit hast und da fällt dann vielleicht noch mehr ein Sympathiefaktor dazu, darum finde ich das eigentlich recht gut, noch nicht voll informiert und voll geprägt hier zu erscheinen. Bikini, Abendkleid und jetzt auch Dirndl. Die Trachtenrunde sorgte für Begeisterung. Ja, ich finde es lustig. Nein, wir sind in Österreich, ein Dirndl oder Trachtendurchgang gehört dazu, nicht nur immer elegant. Gefällt mir gar nicht. Nein. Bezaubernd. Wow. Das ist halt daheim. Das gehört schon dazu, meine Lieben. Also ich hatte bei meiner Miss Vienna-Wahl auch schon eine Dirndl-Runde. Ich würde mal sagen, es war meine Idee. Das finde ich ganz, ganz super. Als Steirerin sage ich da nur großes Rufzeichen drunter. Und es ist ja auch bei der Miss Bergwahl so, dass in Nationaltracht ein Durchgang ist. Also ich glaube, dass sie es jetzt noch so machen. Damals war es auf jeden Fall so. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch. Bambi Nina Bruckner bewies Kennerqualitäten. Ich habe mir dieses Heft da durchgeschaut. Da sind ja alle ganz genau zu sehen. Und ich muss sagen, die Nummer 9, die hat irgendwas. Das ist die Ena, die Vize-Miss Tirol. Ob auch die anderen Ena Kadic vorne sahen? Ja, es war im Camp schon sie, meine Favoritin. Ist immer leicht im Nachhinein zu sagen, aber ich habe Beweis, dass ich sie gewählt habe. Auf jeden Fall, weil sie einfach was Besonderes hat. Sie war absolut eine der drei, von denen ich gedacht habe, dass sie gewinnen kann. Ich lüge nicht, alle fünf, die im Schluss da waren, waren meine Favorites. Ena wird sicherlich Karriere machen, weil sie ein sehr internationales Flair für mich hat. Die beiden anderen Blonden, Oberösterreich und Kärnten, sind so die Prinzessinnen-Typen, die mir sehr gut gefallen. Aber die Ena hat etwas, ein bisschen was Mystisches. Ena! Entschuldige. Warst du da schon? Entschuldige, ich habe sie ganz kurz entführt. Das ist das, was ich gemeint habe. Sie hat etwas Mystisches. Sie hat ein bisschen etwas, was eben outstanding ist und sie wird auch international, glaube ich, damit wirklich realisieren. Wir haben dich am ersten Auftritt gesehen und haben gleich gesagt, so ein Typ wie Jessica Biel. Hast du das schon öfters gehört? Ja, das habe ich öfters gehört. Ich glaube, das ist ihr lieber als Carla Bruni. Nein. Ich weiß gar nicht. Obwohl, Carla Bruni war auch nicht schlecht. Ja. Aber das ist schon völlig falsch. Das ist nicht Frau Biel und nicht die Frau Bruni und Lookalike. Das ist die Ena Kadic. Jetzt muss ich noch eine kurze. In Deutschland haben sie bei der Miss Germany eine Sondermarke gemacht. Wussten Sie das? Eine Sondermarke gemacht. Die hat nur einen Fehler gehabt. Sie hat an den Briefen nicht geklebt. Weißt du auch warum? Ja. Du weißt das? Ja. Dann sag es. Nein, sie hat uns was ganz anderes gemacht. Nein, aber ich glaube, dass das sehr zum Thema passt. Und zwar deshalb nicht, weil die Leute die Briefmarke von der falschen Seite geschleckt haben. Sehr spannend. Ja.